wir sind jetzt hier in einem Fitnessstudio angekommen, wo uns der Besitzer angerufen hat, dass er wohl Probleme hat mit Leuten, die hier wohl Anabolika verticken. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie wir ihm helfen können. Schauen wir mal. Der Uhrzeit zu urteilen ist immer noch zu, sind wir jetzt alleine, ist gut. Wie ich dir am Telefon erklärt habe, ist es Folgendes passiert. Junger Mann, 20 Jahre, ja. Ne, liegt im Krankenhaus, Herzinfarkt, anscheinend durch Anabolika verursacht. Mhm, Polizei war hier. Deshalb waren hier. Haben ermittelt. Dann und kannst du dir vorstellen, das ist auch schon eine größere Sache. Dann geht es auch schon um schwerste Körperverletzung. Richtig. Mhm. Problem bei der ganzen Geschichte ist, mein Image leidet darunter. Verständlich, ja. Allererste und auch der junge Mann, ne, der fast einen Löffel abgegeben hätte. Der 20-Jährige ist wieder auf dem Weg der Besserung nach dem Herzinfarkt. Ich habe ihn im Krankenhaus besucht und soweit alles gut. Und ich denke, dass er sich gut wiederholen wird. Ich weiß absolut nicht, wer es sein könnte. Das ist keine Vermutung. Guck mal, es sind ein paar dicke Jungs da, ein bisschen so größer. Natürlich, seit den letzten Monaten ist es auch passiert, dass viele Jungs, die halt sehr schmal waren, groß geworden sind. Mhm. Hat ihnen eine Luftpumpe angesetzt, hat es auch geblasen. So ungefähr. Also grundsätzlich muss man mal so sagen, dass egal, welche Medikamente man auch immer nimmt, und wenn man das in Übermaße nimmt, immer irgendwelche Nebenwirkungen oder Schäden hervorrufen können. Die Frage sollte doch hier aber sein, wie kam er zu der Scheiße? Die Leute denken, dass ich es bin. Weil halt das Studio halt du siehst mir nur nicht so aus, als wenn du vor Monaten aufgeblasen wurdest. Richtig. So, und das ist, was ich jetzt von euch möchte, ist, ich möchte sofort Klarheit haben hier, wer und was hier passiert. Ich würde ganz gerne, wenn du erlaubst, hier ein bisschen Equipment anbringen, so ein bisschen Kameras und sowas. Toilette dürfen wir. Das ist eine gute Idee. Mit den ganzen Mitgliedern, die sehen die Kameras. Und du, die Kameras siehst du nicht, die wir haben. Okay. Das beste Equipment, das kannst du nicht sehen. Du, das Ding könnte ich dir implantieren und eine Darmspiegelung machen, kriegst du nicht mal mit. Dann würde ich mich selbst mit einbringen, weil ich nur auch aus dem Sport komme und Leute natürlich immer sich ganz schnell an Leute wie mich ranschmeißen. Okay. Willst du nicht, hast du nicht. Ihn baue ich auch mit ein, weil da könnt ihr sagen, Mann, so ein, ey, ich will was haben, etc. Also wir machen das schon. Wir schauen uns noch ein bisschen um. Ein bisschen um. Ja, du machst deine Arbeit weiter und lass dir keine grauen Haare wachsen. Vielen Dank. Ja, okay? Macht eure Arbeit. Danke schön. Kein Problem. Schau du mal da. Ich schau mal hier, dass die Toilette und so was ich sehe. Du kriegst mal das Buch. Funktioniert, dann ist das Wichtigste, wenn es nachher nicht passt. Dann werde ich mich mal ein bisschen unter das Volk mischen und einfach mal schauen. Ich habe ja ein O dafür, wer da so ein bisschen was nimmt oder auch nicht. Und da ich auch noch ein bisschen auf das Erscheinungsbild habe, kommen die wahrscheinlich auch ziemlich nah ran und versuchen Kontaktaufnahme. Denn die wollen ja Kohle verdienen. Ja, und das werden wir ihnen hier heute mal ein bisschen schwerer machen. Und tu mal was hier, schön pumpen, ne? Weil, also, ein bisschen nötig hast du ja schon, also, ne? Das ist zu wenig, du musst Glashaus, mehr machen. Glashaus, Alter, Glashaus? Ja. Bei dir ist das ja schon eine Glas... ich sag nicht mehr, bis dann. Ja, viel Spaß, gell? Ja, penn mir ein. Wir haben heute Nacht hier den ganzen Laden verkabelt. Das heißt, wir haben 14 Kameras angebracht, was halt sehr tragisch ist. Wir dürfen nicht die Toiletten und die Umkleiden verkabeln. Ganz klar, ist verboten. Ich beobachte hier das Ganze über die Kameras, die wir installiert haben heute Nacht. Das ganze Geschehen, was der Carsten jetzt wohl so anrichten wird. Jetzt pumpt er aber ganz schön auf, so hier. Jawohl. So, das muss ich mir so anhören hier. Ja, ich will noch ein bisschen mehr. Zeig mal deine Plauze. Naja, zieh mal aus. Zieh mal aus, der Ding. Ja, das ist hier. Das ist immer das Problem. Siehst du, da ja. Wie alt bist du jetzt? Ich bin 20. 20, ich bin 38 Jahre alt. Siehst du? Ja. Siehst du? Du musst überlegen, was die Hälfte von mir. Ja gut, also das habe ich genug mitgehört erstmal. Es könnte schon. Ja. Jetzt hat er mir natürlich ein Zeichen gegeben, dass er dem jungen Mann folgt. Mal gucken, was er dabei rauskriegt. Mal gucken, einen anderen Kanal hier. Kamera 5 war das hier. Ah, da geht er jetzt. Der junge Mann ist auch drin. Ah, da ist er ja. Geht's auch gerade. Dass das immer so lange dauert. Ja, dann hast du ja gesehen, dass ich ja den Typen da angequatscht habe und ein bisschen
bisschen auf dicke Hose gemacht habe. Und der ist nachher da reingegangen und habe ich mitgekriegt, der hat das hier entsorgt. Du hast nur wahrscheinlich weniger Ahnung wie ich, aber riech mal dran. Ja, nach Kinderriegel riecht nee, das. Es könnten zwei Möglichkeiten sein, Wachstumshormone, Insulin. Aber da ich ja mich ein bisschen auskenne, ist Insulin das stärkste Hormon der Welt. Aber leider Gottes nimmt es auch 40% aller der Weltbevölkerung. Sagen, das nehmen doch viele. Es ist nämlich nur Bodybuilder-Insulin, sondern Diabetiker natürlich auch. Es ist der springende Punkt ist einfach, dass ein Diabetiker selbst kein Insulin herstellt. Ja? Und Insulin ist dafür zuständig, praktisch im Endeffekt die Nährstoffe dahin zu transportieren, wo sie hingehören. Jetzt muss man sich überlegen, ein Bodybuilder, denen geht es darum, dass die Nährstoffe so schnell wie möglich, besonders nach dem Sport, dahin kommen, wo sie hin sollen, nämlich in die Muskulatur. Und deswegen, man nennt es wie eine Transportmatrix, eine Autobahn für Nährstoffe. Und man nimmt Insulin und dann werden sofort die dahin geschleust, wo sie hin müssen, nämlich direkt danach im Training in die Muskulatur. Und deswegen nehmen Bodybuilder Insulin. Ja, aber trotzdem, ich sag mal, ist es ja nun nicht wirklich typisch, dass so ein junger Kerl schon Insulin nimmt. Ja? Deswegen, ich muss ja gleich weg, das wisst ihr. Sandra kommt wieder. Mhm. Ihr bleibt mir an dem Kerl mal dran. Du, wenn es eine Sackgasse ist. Wir tun ihn einfach mal observieren und dann schauen wir mal. Genau, wenn es eine Sackgasse ist, ist es egal. Aber ansonsten, wie gesagt, ist schon mal zumindest der erste Hinweis und vielleicht. Einen Anhaltspunkt haben wir ja schon, ja gut. Genau, und sonst hast du alles gesehen, ja? Alles gesehen, alles aufgezeichnet. Kann mal was funktionieren. Ja, ja, super, gut. Top. Alles. Okay, war ein bisschen leer, hast du mitgekriegt. Großes Studio ist es auch, ja, aber. Gut. War halt nicht viel los. Ne? Ich habe mir auch kurz angequatscht und so, ob wir noch ein paar dickere Jungs sind. Also so ein bisschen, was meine Kaliber ist. Ja, da selbst den einen oder anderen. Das wären so eigentlich mehr so meine Kandidaten. Aber warten wir einfach mal ab. Ihr bleibt auf jeden Fall an ihn dran. Machen wir das so? Ja, nee, so machen wir es ja. Ich gehe jetzt erstmal weiter, ich lasse meine Tasche hinten drin. Sandra kommt gleich, ja? Ja. Ich würde gleich antanzen. Wenn nicht, du wirst, auch wenn man die Hände in den Schoß legt, ja, komm, dann mach ich es alleine. Ich kann das auch alleine machen. Du wartest auf Sandra. Ja, okay, dann warte ich. Die Kamera vor allem an, ne? Ja, das muss ich jetzt nicht unbedingt machen. Sascha wird sich jetzt da drin unter die Leute mischen, das heißt speziell unter die sogenannten Bodybuilder, die solche Sachen konsumieren. Das heißt, er wird sich natürlich auch als potenzieller Kunde ausgeben und ja, ich hoffe natürlich, dass er auch irgendwelche Informationen mit rausbringt. Und jetzt warte ich erstmal hier, es kann jetzt eine Weile dauern. Aber sag mal, du hast doch bestimmt so ein paar, wie soll man sagen, Trainingspläne oder so, wie man so an so einen guten Körper kommt. Also richtig massiv hier. Ja, und hier, hast du irgendwie einen Namen oder? Ja, ich bin Jungkunst. Ja. Der Kollege ist mein Pavel. Pavel? Pavel ist der Name. Pavel, aber so eine Telefonnummer oder so? Das hätte ich schon seit einigen Tagen. Ne? Aber, ich weiß, ja. Pavel ist derjenige, der hier weiter. Okay. Das sehe ich nach seinem Namen. Jeder weiß, wer das ist. Okay, klasse, super. Ey, klasse, hast mir geholfen. Ja, voll. Super, danke. Hast du ihn überhaupt gesehen? Oh, da ist er doch. Ja, wir verfolgen jetzt den Pavel. Und ja, wir sind ja mal gespannt, wo er jetzt hinfährt. Vielleicht trifft er sich ja noch mit irgendeinem Kumpel. Hier gerade auf Carsten, den ich telefonisch informiert habe. Wir haben ja Pavel die ganze Zeit observiert, haben das Ganze mitgekriegt, dass hier die Übergabe stattfindet, der besagte Parkplatz an der A4. Und jetzt warten wir nur noch auf Carsten. Mensch, Sandra, wo bleibt denn der? Hat er gesagt, dass er gleich kommt? Ja, hat er gesagt. Da ist er doch endlich. Ja, schon.
Mensch, Carsten, hier, guck mal, wir haben keine Zeit mehr. Grüß dich. Hättest du mal früher angerufen, wäre ja, doch besser gewesen. Klar. Hi, Volko, alles klar. So, wann soll das abrufen? Pass auf, wir haben nur noch 25 Minuten. Nur 25 Minuten, super, dann komm aus dem Arsch. Hier, hier findet die Übergabe statt. Hier, definitiv. Wir haben ja den Pavel observiert. Der hat alles dann am Kiosk, wo der war. Am Telefon habe ich alles mitgehört. So. Alles klar. Ihr wisst aber nicht, wie viele Leute da da sein können. Nein, so, komm mal auf. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe den Platz mal so ein bisschen ja schon abgescannt. Wenn ich das richtig sehe, ist das die einzige Zufahrt. Ja. Das heißt, pass auf, ihr packt den Scheißwagen weg, Licht aus, alles aus, Schlüssel weg vom Mann, nichts, was klappert. Ja. Mhm. Ihr stellt euch hinter diese Dreckskarre hier. Ja? Dahinter positioniert euch. Die Walkie-Talkies sind am Mann, ja. Auf leise. Mhm. Und dann sprechen wir das ab. Wir müssen uns ja sehen, wie die Situation sich hergeben kann. Ist das okay? Mhm. Showdown. Das ist Pavel. Alles klar. Achtung, ich bin bei mir, die anderen kommen. Schön. Was? Ist allein drin. Okay, danke. Er ist allein übrigens. Ist ja top, dass er das Licht anlässt, ne? Das sehen wir wenigstens auch schön. Na, Scheiße. Sascha, hier fährt gerade ein dunkler. Was ist das? Okay. Erzählt er, oder? Das kann ich nicht genau sehen, aber vielleicht sehe ich was. Der zählt doch Geld, oder? Ja, logisch. Ja, ja. Carsten, pass auf. Die Geldübergabe ist gerade gefolgt, die zählen gerade. Okay, dann jetzt Zugriff. Scheiße. Okay. Komm, halt! Bin rein! Hier hin! Komm hier! Von mir! Halt! Ist was dabei? Messer! Waffe! Pistole! Was bist du? Ende nach! Lass den Schuss! Falko, mach dich ins Auto! Hey! Lass den Schuss! Menschenleben! Mein Falko. Studio! Falko! Lass dich ins Auto! Setz dich ins Auto, Falko! Halt deine Fresse! Lass den Schuss! Leg ihn auf den Boden! Ich bin auf Parkplatz nach A4. Wir haben die Geldübergabe mit Dopingmitteln. Testosteron. Ja? Bitte sofort kommen, ja? Okay, danke. Ist alles in Ordnung jetzt? Alles super. Kommt runter, beruhigt euch. Wir haben sie. Alles in Ordnung. Die machen jetzt nur noch Dampfer. Hier passiert nichts mehr. Die Jungs haben bei einem Herrn von uns, bei einem Klienten bei uns im Fitnessstudio mit Anabolika agiert und haben hier ein großes Ding abgezogen. Hier, wir haben hier oben, schauen Sie mal oben rauf, eine ganze Tasche voller Anabolika mit Geld. Der Deal ist hier vonstatten gegangen und wir haben zugegriffen. Und dann haben wir euch gerufen. Mann, deine Klappe! Ja, die Schauze. Der Jäger hätte beinahe sein Leben reingegeben. Die drei sind jetzt erstmal vorläufig festgenommen, aufgrund der Tatsache, dass gefährliche Körperverletzung im Raum steht und der Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz. Die werden morgen dem Haftrichter vorgeführt und das Strafverfahren wird eingeleitet. Wir heben dich jetzt hoch. Mach keine Faxen. Deine Fresse! Mann! Hast du ihn? Ja, ich hab. Hast du ihn oder soll ich dir helfen? Nee, ist okay. Verpiss euch! Hier, lebt ihn mal. Bleib. Was bist du? Ja, dass der Fall gelöst ist, da bin ich natürlich richtig froh und natürlich total erleichtert. Und ja, toi, dass alles wieder jetzt zum Besten wird. Ne?
Ich bin zufrieden, dass die Scheiße jetzt hinter mir ist. Ich meine, habt ihr gesehen, der Typ war ja total durchgedreht, der stand da selbst unter Amphetamine. Aber Scheiße, ja, wer sich mit mir einlässt, wird schon spüren, dass ich immer noch zum Schluss stehe und die anderen liegen.